Gott ist gut. Ja, ich möchte schnell und nicht so lange über ein Thema reden. Und dieses Thema ist, liegt mir auch am Herz. Und ja, wir haben sehr viele Prediger die letzten Tage gehört. Und wir hören hier in der Gemeinde auch sehr viel Wort. Ich bin Gott dankbar, dass wir uns hier in der Gemeinde gemäß das Wort Gottes bewegen, dass wir oft die Bibel studieren. Ich möchte appellieren, jeder, der neu geboren ist, der Jesus als Erlöser und Retter empfangen hat, der noch nicht Grundkurs, Glaubenkurs gehört habe, ich werde ungefähr 6 bis 7 Themen vorbereiten, nicht komplett, sondern einige Stichpunkte vorbereiten, und ich werde an eine oder zwei Schwestern oder Brüder weitergeben. Und alle, die noch nicht den Grundglaubenkurs gemacht haben, zum Beispiel, ich nehme die Brüder, die hier in der Gemeinde, auch wenn du schon im Glauben bist, aber diese Grundsache dir fehlen, ich werde einige Schwestern, ich sehe mehr Schwestern oder Brüder, die einfach per Zoom, ich werde euch zeigen, wie das geht, einmal pro Woche für 30 Minuten, 40 Minuten diese Grundkurse machen werden. Amen. Nicht ich werde das übernehmen, sondern eine Schwester oder ein Bruder wird diese Kurs übernehmen. Einmal pro Woche für 40 Minuten ein Thema. Es sind 8 Einheiten. Amen. Aber es sind sehr, sehr wichtige Einheiten. Das Leben in der Gemeinde, die Taufe zum Beispiel, das Gebetleben, welche Art von Gebete gibt es, Fasten zum Beispiel, wie fastet man, wie betet man, wie begegnet man den Herrn und wie lebt man in der Gemeinde, was sind die Fundamente der Gemeinde, wie lebt man in der Gemeinde als Christen, Amen. Warum überhaupt die Gemeinde, wenn man sich bekehrt, warum bleibt man nicht einfach zu Hause, liest seine Bibel? Warum braucht man unbedingt eine Gemeinde, nicht 2, 3 Gemeinden? Amen. Jeder hat ein Haus. Du hast dein Haus, wo du geboren bist und wo du wächst. Amen. Man kann ab und zu, wenn Programme in andere Gemeinde gibt, besuchen. Aber man kommt immer in sein Haus. Und in dem Haus, wo du bist, dort wächst du, dort wird deine Gabe gesehen, deine Berufung gesehen. Und so bereitet man dich. Die Gemeinde ist da, um jede einzelne vorzubereiten für seine Berufung, für seinen Dienst. Und die Gemeinde kann dich auch aussenden. Amen. Die Gemeinde kann jemand aussenden. Man geht nicht raus so einfach. Na, Jesus hat die Jünger ausgewählt, 2 zu 2 rausgeschickt, und die ging, die brachte das Evangelium, kam zurück in der Mitte der Apostel, gab Zeugnis, gab Berichte, und so sah Paulus, dass der Geist oder Petrus, der Geist in Bewegung, wo die Brüder gerade waren, ist etwas passiert, und er reiste dort als Apostel, um die Grundfeste der Gemeinde dort zu legen. Es fing bei Hauskreise, Hausgemeinde, und so man sandte einen Apostel dort, um diesen Hauskreis zu befestigen, um das Wort Gottes dort zu stabilisieren in dem Herzen von Leuten. Und die Gemeinde hat Kraft, die Gemeinde hat Macht, die Gemeinde hat die Vollmacht Gottes, um bestimmte Werke in der Welt auszuführen. Und die Gemeinde ist die Herde Gottes. Wir sollen uns in der Mitte der Gemeinde bewegen. Amen. Und wie entsteht zum Beispiel eine Gemeinde? Das ist ein Thema, das wir besprechen werden. Wie ist Tabernacle Church entstanden? Die Gemeinde entsteht nicht, wenn 2, 3 irgendwo beginnen, fangen an Gemeinde. Nein, die Gemeinde werden sie wie ein Baby. Gott kommt und legt die Samen in dir. Gott will jemand oder Leute, legt Samen in der Person, und die Person wird diese Samen tragen, bis die Zeit kommt. Und Gott gibt die Erlaubnis, die Fundamente der Gemeinde zu legen. Genauso wie eine Familie. Die Gemeinde ist in einer Familie. Es gibt Autorität, es gibt Ordnung, es gibt bestimmte Bewegungen. Ich sage nicht, dass wenn du deinen Urlaub planst, du musst die Gemeinde unbedingt nach Erlaubnis beten. Nein. Aber wenn man in Urlaub geht, man kann schon die Brüder sagen, ich reise, ich gehe in Urlaub. Das führt dazu, dass die Gemeinde für dich betet während deiner Urlaubzeit. Denn es könnte Unfälle, es könnte Angriffe. Oder Gott kann versuchen, durch dich in der Urlaubort eine Bewegung, eine Erweckung zu starten. Und das soll die Gemeinde tragen, während man unterwegs ist.
Die Gemeinde ist wunderbar. Die Gemeinde ist das Leib Christi. Wir werden alles durch diese Kurse, verschiedene Kurse, die wir haben, wir werden Erkenntnis haben. Wir werden viel wunderbare Sachen sehen, studieren, wie die Begabung. Wir werden auch eine Zeit lang hier in der Gemeinde über die Gabe des Geistes reden. Denn ich merke, viele Leute hier sind begabt. Die haben die Gabe der Prophezie, Gabe der Heilung, Gabe der Glaube, Gabe der, sagen wir so, Ermutigung auch, Gabe der Wort der Weisheit, Gabe der Erkenntnis, aber die trauen sich nicht, diese Gabe auszuüben. Manchmal kann ein prophetisches Wort in dir fallen. Du musst in der Lage sein, aufzustehen und während der Lobpreis kann jemand anfangen zu prophezeien. Man kann auch in Zunge prophezeien. Jemand muss auslegen, wenn die Prophetie in Zunge kommt. Alle diese Sachen, wenn man nicht belehrt ist, man wird nicht in der Lage sein, das auszuüben. Und Geist der Unterscheidung, wenn jemand sich falsch bewegt, man muss in der Lage sein zu sagen, hier, es gibt eine falsche Bewegung. Die Gabe werden nicht außerhalb der Gemeinde ausgeübt, sondern in der Gemeinde. Amen. In der Gemeinde. Und ich persönlich, es tut mir leid, wenn Leute manchmal sich verletzt fühlen. Aber auch in Istanbul, wo ich war, ich dürfte 2-3 Leute einfach sagen, die sollen sitzen, die dürfen nicht das oder jenes tun. Warum? Ich dürfte feststellen, dass der Gabe, der in der Person war, ein falscher Gabe, ein falscher Geist war. Und als Prophet bin ich zu dem Pastor gegangen, habe gesagt, dieser ist der Python-Geist oder dieser bewegt sich sehr tief in der Hexerei, in der Gemeinde. Und ich sehe die Werke, die sich verbreitet. Man muss das stoppen. Und deswegen gibt eine Vertrauensgeschichte zwischen David und ich. Er weiß, er braucht diesen prophetischen Dienst. Und wenn ich dort bin, er vertraut mir, wie ihr habt gesehen, ich dürfte 2 Tage lang dort dienen. Ich war nicht in dem Programm geplant, als die Männer Gottes kamen. Ich war nicht in dem Programm, aber ich habe mit voller Freude übersetzt. Na, Leute kamen zu mir und sagten, du bist ein Mann Gottes, warum sollst du übersetzen? Ich sage, warum nicht? Warum nicht? Amen. Wenn einer mit etwas nach Hause geht, das ist, was mir am meisten im Herzen liegt. Amen. Und die Gabe, bevor man Leute zulässt, dass die Gabe ausüben, man muss ihr Leben prüfen. Amen. Manchmal, man hört immer Worte, die rauskommen. Man muss prüfen. Und ich appelliere euch, an jede Einzelne hier, gib nicht einfach Worte, lass nicht einfach so. Ich merke, in Deutschland muss man Leute viel in der Weisheit der Worte bringen. Weil in der Gemeinde, wo ich verschiedene Gemeinden, wo ich in Deutschland gewesen bin, ich merke, jeder, wenn ein Wort hat, er gibt das, wie er will, wann er will, an wem er will. Das geht nicht so im Reich Gottes. Es gibt Worte, was jemand zerstören kann, obwohl es die Wahrheit ist. Es gibt Worte, es kann jemand zerstören, wenn du nicht, man kann etwas empfangen, aber wenn man das nicht richtig interpretiert, man kann anstatt jemand bauen, jemand zerstören. Amen. Amen. Es gibt Leute, die seit Jahren mit mir sind. Die hatten zum Beispiel Hexengeist. Ich bin nie zu der Person gegangen, habe gesagt, ich sehe einen Hexengeist in dir. Ich werde das nie sagen. Auch wenn du zu mir kommst, sag mir bitte, wenn du was siehst. Ich kann etwas Schlimmer sehen. Ich werde dir nie sagen. Es ist keine Heuchelei. Aber ich taste immer, ist die Person bereit, das zu hören? Wenn die Person das hört, was wird passieren aus der Person? Weisheit ist sehr wichtig. Deswegen sagen wir Leute, Gott kann, ich wiederhole, Geschwister, Gott kann nie jemand sagen, bleib zu Hause. Du denkst zu Hause, ist Ruhe, ist alles. Aber in der Gemeinde, wenn wir uns gemeinsam finden, wenn du nicht in der Gemeinde kommen kannst, lass die Gemeinde zu dir kommen. Leg die Gemeinde bei dir zu Hause. Die Gemeinde wird kommen, wird dich stärken. Ich muss wissen, wenn es dir schlecht geht, wenn ich dein Pastor bin, ich muss wissen, wo du lebst. Ich muss wissen, was bei dir gerade los ist. Ich nehme 2-3 Brüder, Jonas ist da. Die Brüder sagen, wir gehen bei dir zu Hause. Wir sehen, wie du lebst. Wir schauen, was dort passiert ist. Wir beten für dich und wir beten, dass Gott dich zurück in der Gemeinde bringt. Das ist das Leben der Gemeinde. Ich bin einmal zu einer Schwester gegangen,
wir kommen Müll überall in dem Haus. Jedes Mal, wo wir gefangen haben, alles ist gut. Aber verwesende Essen, kaputte Sachen, Kleider, die überall lag. Wir haben angefangen zu saugen, zu räumen, zu waschen, zu waschen. Ihr seid für Gebet, das ist unser Gebet. Sauben, waschen, wir haben alles sauber gemacht. Und dann haben wir die Schwester in der Mitte gestellt. Wir haben angefangen in Zunge zu beten. Die Schwester hat angefangen zu manifestieren. Wir haben gebetet, bis die frei war. Und wir sind nach Hause gegangen. Das ist die Auftrag, die Aufträge der Gemeinde. Ich sage immer, wenn jemand dich anruft und sagt, keiner besucht mich, keiner ruft mich an, es ist nicht die Wahrheit. Ihr könnt mich anrufen und mir fragen, ich werde euch sagen. Es gibt Geschwister hier, die haben Aufträge und du auch hast Aufträge. Wenn du deine Schwester einmal, zweimal, dreimal nicht in der Gemeinde siehst, ruf an. Wie geht es dir? Stell nicht erstmal die Frage, warum kommst du nicht mehr in der Gemeinde? Nein, die Leute fühlen sich oft verletzt. Nein, sag, wie geht es dir? Wie ist dein Leben? Erzähl mir mal ein bisschen. Aber ich möchte auch dir sagen, wenn eine Schwester dich anruft und stellt die Frage, wie geht es dir? Wie sieht alles? Fühl dich nicht angegriffen. Nein, es sind deine Schwester, es ist dein Bruder, es ist deine Wächter. Er darf diese Frage stellen. Deine Schwester darf dich ermahnen, wenn du nicht in der Gemeinde kommst. Dein Bruder darf auch ein bisschen dich ermahnen. Er ist dein Bruder. Wir sind Wächter füreinander. Amen. Sei nicht gemütlich zu Hause. Du siehst deine Schwester, dein Bruder seit Monaten, Wochen nicht und du rufst nicht. Nein, melde dich bei der Person. Ruf und schreib mir einfach, wenn du mich nicht anrufst, gib mir einen kleinen Bericht. Ich habe mit diesem Bruder, Schwester telefoniert. Ich merke, etwas stimmt nicht, etwas bewegt sich falsch oder so. Dann können wir organisieren. Ich frage oft Leute, ich möchte bei dir nach Hause, zu Hause, Leute, melde sie. Sag mir wann, Leute, schreib mich. Und dann höre ich, keiner kommt bei mir, keiner besucht mich. Das ist nicht die Wahrheit. Ihr müsst verstehen, was die Gemeinde ist. Ab dem Tag, wo du dein Leben Jesus Christus übergibst, du gehörst dich nicht mehr. Du gehörst der Gemeinde. Als Ehefrau, wenn du heiratest, du gehörst deinem Mann. Dein Mann, du gehörst ihm. Er ist dein Ehemann. Er ist dein Chef. Amen. Auch wenn dein Mann sich ein bisschen falsch bewegt, du musst dich unterordnen. Gott sagt nicht, wenn er sich falsch bewegt, du geh hoch. Nein, du tust deinen Anteil. Und du betest, dass Gott etwas in ihn bewegt. Er ist dein Chef. Manchmal hat Frauen mir gesagt, mein Mann will nicht, dass ich, er wollte nicht, dass ich heute in der Gemeinde komme. Sag, was hast du getan? Ich bin, nein, bleib erstmal zu Hause. Beobachte, schau und bete. Manchmal prüft der Mann, ob du vielleicht ihn gehorchen wirst. Ja. Ihr sagt, ja, man muss lieber Gott gehorchen als dem Mann. Wird man mir sagen. Aber manchmal der Mann sagt, Schatz, ich brauche dich heute zu Hause. Du musst ihm gehorchen. Er ist dein Mann. Amen. Wir wollen keine Rebellen im Reich Gottes haben. Ruf einander. Sorg für einander. Melde euch bei der Brüder. Wer kennt das Haus von Astrid und Markus? Ist es normal? Die reisen, wie viel? Eine Stunde. Wer kennt das Haus von Beruschka? Keiner. Ist es normal? Ist nicht normal. Wer kennt das Haus Jochen? Aber ich bin mir sicher, Biggie kennt das Haus, Astrid, ja, Jana kennt das Haus und so weiter. Aber, liebe Schwester und Bruder, du hast Auto. Wenn du kein Auto hast, ruf ein. Ich sage, Bruder, geh nicht allein zu einer Schwester. Das will ich nicht in der Gemeinde. Schwester, geh nicht allein zu einem Bruder. Nein. Ruf den anderen Bruder, Schwester, können wir Beruschka heute besuchen? Okay? Ihr könnt Samstagabend etwas kochen, zu Beruschka gehen, zu Aste gehen, 5, 6 Leute Gemeinschaft haben. Das ist die Gemeinde.
Ich schäme mich, wenn wir hier sind und ich kenne das Haus, der nicht, der kennt das Haus nicht. Nein, wir sind eine Familie. Amen. Wir können organisieren. Nicht immer dieselbe besuchen. So entstehen Club in der Gemeinde. Nicht immer dieselbe. Ach, ich war bei Gabriel. Ich war bei Tobi. Ich war bei Gabriel. Ich war bei Tobi. Ich war bei Gabriel. Warum? Warum? Warum nicht bei Holger? Ihr könnt mal einen Bierclub organisieren, wo ihr Holger besucht. Holger hat gute Radler, alkoholfrei. Dann trinkt ihr gemeinsam, redet gemeinsam mit Holger. Oder zu Jason gehen. Jason, what are you doing today? We are coming. What, you are coming? We are for in front of the door. Hä? We have beer. And we have meat. We will grill today. Kaum macht er die Tür, ihr seid schon rein. Und dann geht los. Ja, das macht Freude. Es gibt Christen, die in Depression fallen, weil die haben keine, mit dem die austeilen oder Gemeinschaft haben können. Es ist sehr wichtig, liebe Schwester. Und ich sag euch, die meisten Sachen, wenn ihr bei jemand zu Hause seid, seht ihr mehr als in der Gemeinde. Habt ihr mehr Erkenntnis als in der Gemeinde. Amen. Es war eine kleine Ermutigung für uns Gemeinde. Wir müssen langsam lernen, was die Gemeinde ist. Denn wir wollen uns auch draußen bewegen. Amen. Ja, die göttlichen Prinzipien über die Gabe. Die göttlichen Prinzipien über die Gabe. In der ganzen Bibel, Alte Testament oder Neue Testament, man redet oft über Gabe, Opfergabe und so weiter. Und ich möchte kurz über dieses Thema Gabe reden. Was bedeutet geben? Was bedeutet Gabe vor Gott? In 2. Mose 25, Gott erscheint Mose. Und Gott redet zu Mose und sagt, und der Herr redete zu Mose und sprach, sage den Kindern Israel. Er sagt an Mose, sage den Kindern Israel, dass sie mir freiwillige Gabe bringen. Und von jedem, den sein Herz dazu treibt, soll ihr die freiwillige Gabe für mich annehmen. Das sind aber die Gabe, die ihr von ihnen nehmen soll. Gold, Silber, Erz, blauen und rote. Amen. Blauen und roter Purpur und Karmesin. Weißes Leinen und Ziegenhaaren. Rötliche wie der Fell, Seekuhfell und Akazienholz. Öl für den Leuchter, Spezerei für das Salböl und für wohlriechendes Räucherwerk. Und nicht Steine und Steine zum Besatz für das Ephod und für das Brutschild. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne, genauso wie ich dir das vorbereite. Bild das, der Wohnung und das Vorbild, alle ihre Geräte zeigen werde, so soll ihr es machen. Gott möchte etwas tun. Er möchte ein Heiligtum bauen, ein Stiftshütte. Aber Gott ist mit Israel gewandert, hat Israel aus Ägypten rausgeführt. Warum kommt Gott jetzt und sagt, baut mir ein Stiftshütte, baut mir ein Heiligtum? Warum könnte Gott einfach nicht mit Israel so leben, ohne ein Heiligtum, ohne diese Stiftshütte? Warum, was ist die Bedeutung dieses Heiligtums? Ich will nicht eine Lehre über Heiligtum, wenn man über das Heiligtum redet, man wird hier wochenlang nur, es ist ein sehr breites Thema. Aber wir wissen da, die Stiftshütte war gebaut gemäß dem Plan, was Gott an Mose gezeigt hatte oder zeigen sollte. Und wenn man sich die Frage stellt, wie hat Mose oder was hat Gott Mose im Himmel gezeigt? War es so ein Haus, wo man, wie es im Alten Testament beschrieben ist, Vorhof, heiliger Ort, alle heilige Ort, war es so gezeigt, wie ein Haus, der gebaut ist mit Zorn? Oder wie war das eigentlich? Denn Mose müsste bestimmte Dinge vom Volk sammeln, um diese Stiftshütte zu bauen.
Aber ich kann euch vergesichert, Mose hat kein Haus im Himmel gesehen. Mose hat keine gebaute Haus, wie menschliche Augen sich vorstellen, gesehen. Mose hat Jesus Christus im Himmel gesehen. Und durch Jesus Christus, er sollte auf den Erde etwas bauen, was Jesus Christus entspricht, wo Leute kommen können, um ihre Opfer zu geben, um ihre Gebetsanliegen zu bringen, um belehrt zu werden. Er hat Jesus Christus im Himmel gesehen. Und wie hat er Jesus Christus gesehen? Er kommt zurück auf die Erde. Und die Bibel sagt uns, alles was sichtbar ist, stammt aus Unsichtbares. Heißt etwas, wir sind gebaut, gebildet gemäß des Bild und Ähnlichkeit Gottes. Heißt etwas, Gott genauso wie du und ich aussehen? Nein. Gott sieht nicht wie du und ich im Fleisch. Nein. Gott ist Geist. Amen. Gott ist Geist. Was du hier im Fleisch siehst, ist eine Abbildung, Amen, von dem Bild Gottes, aber im Geist. Der Körper, was wir hier haben, der Körper hilft uns, mit der Außenwelt zu kommunizieren, mit der Außenwelt in Bewegung zu sein. Amen. Denn alles, was auf der Erde ist, ist materiell, ist Sichtbares. Aber das, was die Erde regiert, ist nicht das Sichtbares, das Materiell, sondern das Unsichtbares. Genauso, was dein Leben regieren soll, ist das Unsichtbares, was dein Leben regieren soll. Und wenn Gott uns beruft zum Beten, die Bibel zu studieren, denn Gott weiß, um zu interagieren, um sich zu bewegen auf der Erde, aber in Verbindung mit dem Himmel, wir brauchen das geistliche Leben, wir brauchen das Gebetleben, denn das Gebet ist die Sprache der Himmel. Amen. Das Gebet ist die Sprache der Himmel. Deswegen wir Christen, wir beten viel. Denn wir wollen viel in Verbindung mit dem Himmel stehen. Je weniger wir beten, desto weniger sind wir in Verbindung mit dem Himmel. Und jetzt das Wort, was wir lesen, hilft uns die Werke der Himmel zu begreifen. Hilft uns einfach zu begreifen, wie man sich mit Gott bewegt, wie man Gott hört, wie man mit Gott spricht, wie man Gott dient oder wie man mit Gott arbeitet. Wir brauchen das Wort Gottes. Und diese Stiftshütte, was gebaut werden sollte, sollte Jesus Christus auf der Erde repräsentieren. Denn der Messias war noch nicht gekommen. Die waren noch in der Zeit des Gesetzes. Die brauchten das Unsichtbare. Deswegen, als Jesus kam, als der Tempel Gottes, als Jesus kam, als der auch der Gesalbte Gottes, die erkannte ihn nicht, die begriff ihn nicht. Er kam als Licht. Die Bibel sagt, das Licht kam in unsere Mitte und wir begriffen es nicht. Das Licht kam. Jesus, Mensch, als Licht. Wie kann es sein? Jesus, Mensch, als Sohn Gottes. Wie kann es sein? Jesus, Mensch, als Erretter der Welt. Wie kann es sein? Wie kann ein simpler Mensch, einfacher Mensch die Welt erretten? Für die Juden, für ihr Verständnis. Das war unbegreiflich. Das war unbegreiflich. Und das sieht man heutzutage in der Welt. Wenn du den Menschen der Welt sagen, glaub, du wirst errettet. Glaub, du wirst geheilt. Glaub, du wirst das. Die nehmen dich für verrückt. Die sagen, die Mediziner haben die Lösung. Die sagen, das Wissenschaft hat die Lösung. Die sagen, alles ist schon, wir haben unsere Intelligenz bekommen, um alle Lösungen zu haben. Aber die Welt ist in Sackgasse bis heute. Wir kommen nicht vorwärts. Trotz aller Entwicklung kommen wir nicht vorwärts. Um diese Stiftshütte zu bauen, Gott erscheint Mose und sagt, du sollst bestimmte Gaben nehmen. Aber die zwei Dinge sind wichtig in dieser Gabe. Sie sollen freiwillige Gabe sein. Das bedeutet, jeder, der das gibt, soll freiwillig geben. Und die sind nicht nur freiwillig, sondern jeder soll das von seinem Getriebe sein, von seinem Herz. Das bedeutet, Gott erscheint dir nicht und sagt dir, du musst solche Menge geben, sondern du soll es selbst im Herz haben, wie viel du geben soll. Und etwas noch Wichtiges, nicht wir, nicht das Volk sollte entscheiden, was die geben sollte.
Gott gab schon alles, was dazugehört, alles, was notwendig war, um den Tempel zu bauen. Um die Stiefhütte zu bauen. Und was sagt Gott? Was sollte mitgebracht werden? Gold, Silber, Erz, blaue und rote Purpur und Karmesin. Hat Gott gesagt, bring lila eine Purpur? Nein. Hat Gott gesagt, bring schwarze Leinen? Nein. Das bedeutet, das Volk sollte nicht wählen, was sie bringen sollte für den Bau der Stiefhütte. Sondern Gott bestimmte schon, was als Gabe gegeben werde. Wie viel war jeder überlassen, aber was war Gott überlassen? Wie viel war jeder überlassen? Wie viel Zeit du an Gott gibst, ist dir überlassen. Aber Gott will Zeit. Wie viel von deinem Haus gibst du Gott, ist dir überlassen. Aber Gott will dein Haus. Wie viel von deinem Herz willst du Gott geben, ist dir überlassen. Aber Gott will dein Herz. Wie viel von deiner schlechten Seite, Bosheit, willst du Gott geben. Aber Gott will alle deine Bosheit haben. Wie viel du Gott geben möchtest, ist dir überlassen. Aber Gott ist der bestimmt, was du ihm geben soll. Aber der Mensch, der noch widerwillig ist, der in seinem Willen, er bestimmt, was er Gott gibt. Und wie er Gott gibt. Gott will nicht so, dass wir mit ihm funktionieren. Warum? Denn in jeder Gabe, was wir vor Gott bringen, Gott möchte, dass wir den Messias in unserer Gabe sehen. In jeder Sache, was du vor Gott bringst, Gott möchte den Messias in diese, er möchte Jesus Christus, der Erretter der Welt, in diese Gabe, was du vor ihm bringst, er möchte es sehen. Deswegen will er aus, was die bringen sollte. In wenigen Worten, die Stiefhüter sollte Jesus Christus als Gott in der Mitte Israel offenbaren. Die Stiefhütte sollte Jesus Christus als Gott in der Mitte Israel. Man kann das schauen. Der Vorhof, der heilige Ort, alle heilige Ort haben wir in der letzten Woche Lehre gehabt. Man sieht Jesus, man erkennt Jesus Christus an der Stiefhütte. Man sieht durch alles, was an der Stiftehütte liegt, man sieht den Priesterdienst, man sieht die Opfer durch das Blut Jesus Christus, man sieht die Errettung des Todes, von Todes, man sieht die Freiheit Gottes in der Mitte seines Volkes, man sieht die Erlösung der Sünde, man sieht auch den Weg zu Gott. Jesus als Priester, Jesus als Opfer, Jesus als Erretter, Jesus als Freiheit, Jesus als Erlösung, Jesus als Weg, Jesus als Liebe, Jesus als Friede. Alles sieht man in der Stiefhütte. Deswegen dürfte man nicht irgendwas als Gabe bringen, sondern man sollte als Gabe bringen, was Gott schon festgelegt hat. Gott hat schon festgelegt, was du ihm geben soll, was du vor ihn bringen soll. Gott will nicht, dass du selbst entscheidest. Er will von der Menge, du sollst selbst entscheiden. Aber von der Qualität, der Sorte, was du bringen soll, hat Gott schon entschieden. Deswegen, wenn man Gold sieht, wir haben schon hier über die Stiefhütte mal studiert. Gold zeigt die Herrlichkeit Gottes. Das bedeutet, du bringst einfach durch das Gold, was du bringst, du proklamierst, dass du in der Herrlichkeit Gottes lebst und dass du diese Herrlichkeit Gottes in dir ist und dass du das vor Gott bringst. Gold ist das Zeichen der Herrschaft, der Herrlichkeit Gottes. Und Gott möchte, dass wir Gold in uns haben und dass wir Gold vor ihn bringen. Als Jesus gekreuzigt wurde oder als er geboren war, was hat man ihm gebracht? Gold, Weihrauch, Myrrhe, Weihrauch, ja, Myrrhe. Was waren die Bedeutung von allen? Gold, dadurch, wisst ihr, die Sterndeuter, die kamen, die waren sehr prophetisch. Die haben prophetische Taten gelegt. Die haben dadurch
alles, was die gebracht haben, haben die prophezeit, dass dieser junge Mann, man kann prophezeien, ohne zu reden. Man kann durch Taten prophezeien. Man kann durch Werke prophezeien. Man kann durch Tanzen prophezeien. Wisst ihr das? Amen. Jemand kann tanzen, wenn jemand prophetische Gabe hier hat, er wird interpretieren. Er wird übersetzen, was die Tanzen bedeuten. Amen. David hat vor Gott getanzt. Denkt ihr, er hat irgendwie getanzt? Hat prophetisch getanzt. David war ein prophetischer Mensch. Halleluja. Du wirst anfangen, bald prophetisch zu tanzen. Amen. Halleluja. Deine Nachbarn werden dich tanzen sehen. Die sagen, warum tanzt du? Ich tanze über meine zukünftige Ehe. Ich tanze über die Errettung meiner Kinder. Ha, ich sehe meinen Sohn, der im Glauben kommt. Ich sehe meine Tochter, die verloren war. Halleluja. Nachbar, lass mich mal tanzen. Ich sehe meinen Sohn, der ist am Kommen. Ich sehe meine Tochter. Halleluja. Die Nachbarn werden sagen, etwas stimmt nicht. Irgendwas. Wie kann er auf der Straße tanzen? Ja, ich tanze, weil ich sehe gerade, mein Sohn war verloren, meine Tochter war verloren, ich habe meinen Job verloren, ich sehe gerade einen neuen Job, der vor mir steht. Du bist doch arbeitslos. Nee, ihr seht mich arbeitslos, aber ich sehe was anderes. Ihr seht mich unfruchtbar, aber ich sehe mich mit 10 Kindern schon. Wenn du Amen sagst, du willst 10 Kinder haben. Ich bin ein bisschen eingesteckt, gell? Ich sehe dich, du fährst kein kleines Auto mehr, aber du fährst ein Van. Warum? Du hast 10 Kinder und die müssen alle da reinpassen. Ja, du tanzt, weil du erkennst, was Gott getan hat, was Gott dabei ist zu tun und was Gott tun wird. Halleluja. Die waren prophetisch, die Sterndeuter. Die haben Gold gebracht, Weihrauch, was noch? Myrrhen gebracht. Wenn man sieht, wie man solche Sachen produziert, man sieht schon die Schmerzen, die Jesus Christus erleben sollte. Man sieht schon der Friede, was er bringen sollte. Man sieht schon die Salbung Gottes in Jesus Christus. Amen. Silber soll ihr bringen. Der Charakter, der Messias. Als Erlöser, der erkauft, der uns erkauft, wird ihr sehen. Und das muss ihr bringen. Halleluja. Die Sterndeuter haben das gebracht. Die haben das gebracht. Und Gott will, dass man nicht irgendwas zu seinem Messias als Gabe bringt. Man gibt ihm, was ihm gebührt. Um sein Tempel zu bauen. Die Sterndeuter haben gesagt, durch alles, was wir bringen, wir nehmen teil an dem Bau des Reich Gottes. Deswegen sind die errettet worden. Wisst ihr warum? Die sollten zurückgehen, die sind nicht zurückgehen. Die sind umgekehrt. Amen. Von welchem Weg sind die gekommen? Von der Weg Frau. Die haben ihn begegnet, Herodes. Aber sind die auf der selben Weg zurückgegangen? Ein anderer Weg, der Weg der Erlösung. Du kannst nicht den Messias sehen und dein Leben bleibt dasselbe. Nein, du kannst nicht den Messias sehen und du bist immer am Motzen, am Beschwerden. Du kannst nicht den Messias sehen und du bist immer traurig in allem, was... Etwas sonst nicht traurig. Etwas sonst traurig. Nein, du kannst nicht der Messias. Es ist der Friede. Der Messias ist die Freude. Der Messias ist die Kraft. Der Messias ist der Sieg. Der Messias ist der, auch wenn es dir schlecht geht, du bist in Freude. Denn du weißt, mein Erlöser lebt. Er ist in mir. Er ist mit mir. Er führt mich. Amen. Deswegen sind die anderen Wege gegangen. Die könnten nicht mehr. Die haben die Stimme Gottes gehört. Die könnten nicht mehr in andere Wege gehen. Wenn du die Stimme Gottes hörst, verändere deine Wege. Geh die Wege Gottes. Und Erz. Die haben Erz gebracht
was ein Zeichen des Gerichts Gottes gegen die Sünde. Da haben die sollten auch blaue, rote Purpur, Karmesin, weiße Leinen, Ziegehaaren, rötliche Widerfälle, Seekuffel, Akazienholz. Die stellte dadurch die vollkommene Menschlichkeit Christi dar, der himmlische Menschen ist, der Mann der Schmerzen ist, der die Welt unbefleckt durchquert, der in alle Dinge wie wir ist, und aber ohne Sünde. In alle war er wie wir. In alle war er uns ähnlich, aber ohne Sünde. Denn wenn er nicht uns ähnlich wäre, könnte er uns nicht errettet. Wenn er uns nicht gleich wäre, könnte er uns nicht errettet. Er musste dieselbe Leib wie wir tragen. Denn die Sünde kann man nur in solche Leibe tragen. Nicht als Gott könnte er nicht die Sünde tragen. Er musste seine Göttlichkeit. Die Bibel sagt, er war gleich, obwohl er gleich wie Gott war, er nahm das nicht als Raub, sondern er erniedrigte sich. Wenn man sagt, man erniedrigt sich, das bedeutet, er verließ die Göttlichkeit und nahm die Stellung der Menschen. Und er erniedrigte sich und wurde gleich wie wir. Deswegen könnte er uns erretten. Öl für den Leuchter, Spezerei für das Salböl und für wohlriechende Räucherwerk. Ich fasse das zusammen, zeigen uns Jesus als Gesalbter Gottes vom Geist und Kraft. Deswegen sagt er Apostelgeschichte 4, Vers 18. Können wir schnell lesen? Lukas 4, Vers 18. Lukas 4, Vers 18. Was sagt uns Lukas 4, Vers 18? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochene Herzen sind, Gefangene Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden. Zerschlagene die Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Das wird der Messias und das hat er getan. Amen. Und dann Onyxsteine und alle verschiedenen Steine für das Ephod und für das Brustschild. Schließlich sprechen uns die Steine ein. Die Steine für das Ephod und Brustschild oder Panzer wurde von Gott selbst bestimmt. Von Christus, der Priester ist, der eintreten sollte für uns, um uns zu tragen. Denn wir wissen, dass in der Stiftshütte der Priester ging allein in der Allerheilige Ort und er tritt für das ganze Volk ein. Amen. Nicht das ganze Volk könnte hineintreten, sondern der Priester, der trug das Volk. Halleluja. Diese Steine, die er vorhatte und auf den Schulter hatte, das war das Zeichen, dass der Priester trug das ganze Volk und brachte das Volk vor Gott. Deswegen sieht man in dem Buch von Zacharia, Kapitel 3, Zacharia Kapitel 3, wir können mal schnell lesen. Zacharia Kapitel 3. Was sagt uns Zacharia Kapitel 3? Ihr habt das bestimmt oft gelesen. Zacharia Kapitel 3. Und er ließ mich, den Hohepriester Jeschua, sehen, wie er vor dem Tempel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Seite, um ihn anzuklagen. Da sprach der Herr zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich. Er, der Jerusalem erwählt hat, ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, nimm die unreine Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Sünde vor dir genommen und lasse dir feste Kleider anziehen.
Das ist das Bild Jesus Christus, der die Sünde des Volkes getragen hat und steht vor Gott und sagt, Herr, hier sind die Sünde des Volkes. Mein Blut hat die gereinigt. Deswegen, als Jesus Christus sein Blut komplett ausfloss, Gott gab ihn. Er kam aus dem Grab mit neuen Kleidern. Nicht mit der alten Kleider, die er hatte. Er kam mit neuen Kleidern heraus. Amen. Wo waren die Kleider, Jesus Christus? Wo sind die geblieben? Die Kleider, mit denen er gestorben war? Im Grab geblieben. Warum? Warum sind die im Grab geblieben? Warum? Nur Tote werden damit begraben. Nur Tote. Und die tote Kleider musste er im Grab. Die waren gefaltet im Grab. Und er hat die gelassen. Und er kam raus mit neuen Kleidern, mit herrlichen Kleidern. Es ist dieser Joshua, den wir hier sehen. Es ist das Bild, wenn der Prophet sagt, ich sah Joshua. Er sah Jesus Christus. Er sah in der Zukunft, warum Josua allein vor Gott und der Satan klagt ihn an. Weil Josua trug die Laste des Volkes. Josua trug die Sünde des Volkes als Priester vor Gott. Es ist der Priester, der im allerheiligen Ort eintritt und bringt alle die Sünde des Volkes vor Gott. Und das hat der Oberstpriester, der allmächtige Priester, der große Priester, Jesus Christus. Er nahm die Sünde der Welt, er trug die Sünde der Welt und er brachte die am Kreuz und zerstörte sie. Deswegen, jeder, der an ihn glaubt, ist sündelos, ist schuldelos. Es gibt keine Verdammnis mehr. Bist du überzeugt überhaupt? Bist du überzeugt? Dass du keine Schuld mehr hast. Dass du keine Sünde mehr hast. Ich sage nicht, wenn man einen Dämon hat, bedeutet nicht, dass man Schuld hat. Wenn man Dämonen hat, bedeutet nicht, dass man Sünde hat. Amen. Nicht denken, weil ich noch einen bösen Geist habe, ich bin nicht errettet. Nein, du bist errettet. Nicht, weil du einen bösen Geist hast, bedeutet, du bist nicht schuldenlos. Du bist schuldlos gesprochen. Amen. Nur du sollst Erkenntnis haben, dass diese Mieter, die Mieter nicht mehr bezahlen müssen, ausfahren. Die müssen rausgeschmissen werden. Und mit Gewalt. Denn die verstehen nur Gewalt. Die verstehen nicht, alle, die in Christus sind, eine neue Kreatur, alles schon vergeben. Ich brauche nicht zu beten. Du musst beten, damit die rausgehen. Amen. Gott ist wunderbar. Und dann haben wir auch Apostelgeschichte 10, Vers 18 sagt uns Apostelgeschichte 10, Vers, nicht 18, sondern 38. Apostelgeschichte 10, Vers 38, was sagt uns? Wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiliger Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat. Und alle heilte, die von Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihnen. Die Gabe des Volkes sollte zeigen, die Teilnahme, Halleluja, hör mal zu, die Gabe, was das Volk bringen sollte, sollte ihre, zeigen ihre Teilnahme an den Leib Christi. Es war, als ob Gott wollte sagen, komm, wir bauen den Leib Christi. Wir bilden den Leib Christi. Aber um das zu bilden, ihr muss jeder Einzelne etwas Wertvolles bringen, etwas Wunderbares bringen, etwas Köstliches bringen. Und ich werde euch zeigen, was wir brauchen, um den Leib Christi zu bauen. Man baut nicht den Leib Christi, mit Sünde. Man baut nicht den Leib Christi mit verstocktem Verstand. Man baut nicht den Leib Christi mit böser Zunge. Man baut nicht den Leib Christi mit Manipulation, mit Verführung, mit Kontrolle, mit Lüge. Man baut nicht den Leib Christi mit Faulheit. Man baut nicht den Leib Christi mit schmutzigen Werken. Man baut den Leib Christi mit alles, was Gott bestimmt hat. Gute Gesinnungen, gutes Herz, veränderte, gewaschene Gedanken durch das Wort Gottes, Lobpreis, Anbetung, Freude, Friede, Kraft. Man baut den Leib Christi, nicht mit Entmutigung,
Nicht mit Stolz. Nicht mit Hochmut. Nicht mit Überheblichkeit. Denn wenn Gott gesagt hat, bring alles, was ihr wollt. Jeder hat Stolz. Ich bring mal mein Stolz. Ich bin hier der Chef. Ihr baut und ich schaue. Jeder hätte sagen können, hey, bau aber die besten Stücke der Opfer gehört mir. Jeder hätte sagen, meine Familie sind die Besten in Israel. Und wir, schau mal, Halleluja, wir haben die meisten Gold hier gebracht. Jeder hätte man gebaut mit Stolz. Wenn man Gemeinde baut, die Gemeinde baut, keiner wird hier sich erheben. Ich bin der, der am meisten Gabe hat. Ich bin der, der am meisten predigen kann. Ich bin der, der viel betet. Ich bin der beste Fürbitter der Gemeinde. Ich bin, wenn ich nicht da bin, funktioniert die Technik nicht. Wenn ich nicht da bin, kann keiner Schlagzeug spielen. Wenn ich nicht da bin, wer will sich um Kinder kümmern? Ich bleibe heute zu Hause. Wenn die mir kein Auto vor der Tür stellen, ich komme nicht in der Gemeinde. Das habe ich mal getan, als ich in der freiwangelischen Kirche hier in Deutschland war und ich spielte Schlagzeug in der Gemeinde, ne? Und der Gott sollte starten. Ich habe gewartet in mein Zimmer, bis das Auto draußen war. Man hat mich angerufen, bin ich rausgegangen. Ich habe mich so wichtig gefunden. Ich habe gedacht, ich bin so wichtig. Wenn ich nicht am Sonntag in der Gottesdienst bin, gibt es keine Schlagzeug. Einmal kam ein Schlagzeuger, der besser gespielt hatte. Ich habe mich so geschämt. Es gab kein Auto mehr vor der Tür am Sonntag. Ich musste laufen im Winter, vor der Bus warten. Der Bus kam, komme ich in der Gemeinde, der beste Schlagzeuger. Ich sage, ich warte, wenn er krank sein kann, dass er nicht mehr kommt, die werden mich abholen. Hexerei, gell? Ja, meine, das ist Hexerei. Ich sage nicht, dass böse Hexe, aber die Gesinnungen waren sehr falsch. Ich habe gespielt und nicht, weil ich Gott dienen wollte, aber dass man sieht, der Schlagzeuger ist da heute. Aber manchmal haben die, wie die freie evangelische Gemeinde, es gibt so ältere Leute, am Ende der Gottesdienst, du erwartest, dass die kommen, oh, du spielst so gut, wow. Die sagen, du bist zu laut. Du erwartest, dass jemand dich, ah, parfait, wow, wow. Wenn du nicht da bist, haben wir kein Schlagzeuger. Du spielst so gut. Nein, nur ältere Leute kamen immer zu mir. Hey, junger Mann, du bist zu laut. Spiel ein bisschen leiser, gell? Wie diese alte Deutsche, ne? So 80, 90. Hey, junger Mann, wie geht es dir? Kannst du mal ein bisschen leiser spielen? Du bist zu laut. Und so, ja, ja, okay, okay. Manchmal habe ich gesagt, ich komme nicht mehr. Ich spiele nicht mehr sowieso. Wie laut bin ich? Ich spiele nicht mehr. Anstatt mich zu loben, oh, der Ego zu erheben. Gell? So ist man in Gemeinde Gottes. Nimm dir an, Gott sagt, baut mir meine Gemeinde, bringt alles, was ihr wollt. Was wird hier geschehen? Was wird hier geschehen? Wenn ich nicht da bin, gibt es keine Prophezeien in der Gemeinde. Ah, diesen Sonntag gehe ich nicht. Es gibt Sänger, die sagen, wenn ihr mir nicht 10.000 Euro gebt, ich komme nicht zu singen. Christliche Sänger. Ich liebe gerne Orense, Victoria Orense. Ich habe mal ein bisschen versucht, sie einzuladen. Die sagen, nee, wenn ihr bereit seid, ich komme, aber ihr übernehmt nur meine Reisekosten, das ist alles. Und ist weltberühmt. Und der Nathanael Basse ist auch sehr berühmt. Er hat ein Featuring, er hat mit, wie heißt er, William McDowell ein CD rausgebracht. Und er sagt, wenn man mich einlädt, man bezahlt nur meine Unterkunft und Reisekosten. Das ist alles. Wenn man mich segnet, segnet man mich. Wenn man nicht, dann habe ich gedient, geht nach Hause. Aber nicht alle sind so. Ich sag euch, probier mal, einige auch in Deutschland einzuladen, die Sänger sind, berühmte Lobpreissänger. Ihr werdet merken, wir können das nicht. Unser Budget, manchmal was man verlangt. Es gibt sogar Männer Gottes, die verlangen nach Geld umzukommen. Gell? Ich habe das erlebt. Du möchtest jemanden einladen, der sagt, wenn ich komme, ihr übernimmt alles, aber ihr müsst mindestens 4.000, 5.000 Euro für mich beiseite legen. Große Gemeinden können sich das leisten. Aber auch wenn wir uns das leisten können, ich mag das nicht. Denn die Gesinnung stimmt nicht. Die
Gesinnung stimmt nicht. Ihr könnt alle Männer Gottes fragen, die hier waren. Die gehen von hier sehr gesegnet. Auch wenn ich was von meinem eigenen nehmen soll und ich segne, weil wir erleben so, die Männer Gottes, die hier waren, es gab keine, der uns nicht gesegnet haben. Wir wurden so mächtig gesegnet. Deswegen, liebe Geschwister, wenn lieber bleiben wir so, wie wir sind, anstatt Leute, die sagen, du musst bezahlen, damit ich hier komme. Das tun wir nicht. Wenn jemand, wenn du einen Pastor anrufst, er möchte für dich beten, er sagt, du musst erstmal was geben, sag ihm, geh mit deiner Gabe. Gib nie Geld, bevor man für dich betet. Gib auch nie Geld, weil man für dich gebetet hat. Gib etwas, wenn du im Herz fühlst, ich bin gesegnet, ich möchte mal diesen Dienst segnen. Amen. Denn ein Mann Gottes zu segnen, das ermutigt auch. Wir sind auch Menschen, gell? Das ermutigt auch. Aber ein Mann Gottes soll nicht ausgerichtet sein, Geld zu haben. Weil er gedient hat, er braucht Geld. Es gibt Orte, wo ich diene, ich bin fertig, nehme meine Sache, gehe nach Hause. Einmal, ich war in Israel. Ich habe 2 Wochen gedient in Israel. Gabriel oder Tobi wissen, oder alle, die mit mir in Israel waren, wenn du dort ankommst, du dienst 9 Stunden am Tag manchmal. Der Gottes fängt um 10, du bist zu Hause um 18 Uhr. Denn manchmal, Leute, denn die Nöte sind so groß. Und einmal habe ich bei der Pastor Shido gedient und war ich fertig und ich sollte zurück nach Deutschland. War der letzte Tag. Ich hatte Mietwagen, denn ich in Israel gearbeitet habe und ich habe dort gedient. Ich nehme mein Auto, fahre in den Flughafen. Ich parke das Auto. Ich sehe jemanden, der sein Auto hinter mir parkt. Mann Gottes, was ist los? Du hast nicht genommen dein Flugticket. Alle sagen, nein, du brauchst nicht hierher zu kommen, um mich, das Flugticket, alles zu bezahlen. In der Gemeinde könnt ihr das gebrauchen. Hat mich so gesehen. Für Nigerianer, ich könnte den Vater von Shayo fragen. Nigerianer sind so, du kannst nicht in der Gemeinde einen Nigerianer dienen, er lässt dich so nach Hause gehen. Für den Nigerianer, und alle Afrikaner, die Englisch sprechen, Westafrika, Nigeria, Kenia, solche Länder, wo man Englisch sprechen, die sind, wenn du als Mann Gottes die Gemeinde verlässt, ohne dass die dich segnen, du räubst ihre Segen. Für die, du räubst ihre Segen. Vielleicht kennt ihr das auch in Südamerika. Die lassen nie ein Mann Gottes nach Hause gehen so. Für die, du raubst ihre Segen. Es ist so ihre Kultur. Deswegen siehst du, wenn du in Nigeria bist, als Mann Gottes, du bist treu mit Gott. Einer steht auf und sagt, ich kümmere mich um die Miete der Gemeinde. Andere steht auf, ich baue die Gemeinde. So sind die Nigerianer. Andere steht und sagt, ich persönlich kümmere mich um den Transport des Mann Gottes. Für die, ein Mann Gottes ist der, der sich um Wort und Gebet und die Wachstum der Gemeinde kümmert. Ein Mann Gottes darf sich um nichts anderes kümmern, wie arbeiten, Geld verdienen oder so. Die kümmern sich um alles. So sind ihre Mentalität. Aber geh mal in französischsprachigen Raum in Afrika. Du siehst ein Mann Gottes, er kümmert sich um alles, er tut alles. Aber um zu essen, ich habe so viel französischsprachige Männer Gottes gesehen, die haben angefangen, Gott hat gesagt, du bist in Vollzeitdienst. Nach ein paar Zeit sind die wieder arbeiten gegangen. Die mussten ihre Familie ernähren. Die Mentalität der Geben ist schwierig bei uns. Wir sind erzogen von Französen. Und ich liebe unsere französischen Geschwister. Aber wir brauchen die Freiheit. Die Bibel sagt, es ist eine Freude zu geben, als zu nehmen. Amen. Deswegen, wir wollen auch, wir haben so viele Leute, die berufen hier, Missionare zu werden oder in Dienst einzutreten. Und wir wollen nicht einfach Leute draußen schicken, so. Wir wollen die unterstützen, wir wollen die tragen. Amen. Das sind unsere Pläne, dass wenn Missionare von der Gemeinde rausgehen oder Menschen unterwegs sind, dass wir die tragen. Amen. Halleluja.
Und wir werden das schaffen, wenn Gott Visionen. Deine Vision muss größer sein wie du. Du hast das gelernt. Unsere Visionen. Gott kann dich nehmen, irgendwo in ein armes Ort geben und dort bringst du Erweckung. Und es gibt Missionare, die sind irgendwo in Afrika gegangen, wo Armut waren. Die haben angefangen, Felder zu bauen. Und die Felder sind so gewachsen, die haben Überfluss, Überfluss bekommen, die haben verkauft. Dadurch haben die Kinder zur Schule von Dorf geschickt, die haben Schule gebaut, die haben Sachen gebaut, durch die Ernte, was die bekommen haben, weil die geglaubt haben. Denk nicht, dass Gott dir irgendwo schickt und du hast alles da vor Ort, die dich erwartet. Nein. Gott gibt dir, er schenkt dich als Gabe für die Völker. Es schenkt jedem Mann Gottes, als du bist eine Gabe Gottes. Denkt ihr, Gott verlangt, was er nicht geben kann? Nein. Gott ist der erste Geber. Und Gott gibt immer das Beste von ihm. Deswegen, Johannes 3,16, Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen Sohn, sein Erstgeborenen, sein Einziger, sein Bester an die Welt gegeben hat. Hat seinen Sohn gegeben. Deswegen sagt er an dem Volk, alles was ihr bringt, soll das Bild mein Sohn sein, den ich euch geben werde. Amen. Gott kann dir das Leben nicht geben, wenn du ihm nicht dein Leben gibst. Er hat erstmal sein Leben für die Welt zur Verfügung gestellt. Am Kreuz Golgatha, Jesus hat alles zur Verfügung gestellt. Gott hat gegeben. Alles wurde uns zur Verfügung gestellt. Aber wir müssen Gold bringen. Erz bringen. Alles, was in uns ist. Wisst ihr, der Mensch kam aus dem, stammt aus dem Erde. Okay? Der Mensch stammt aus dem Staub. Was ist in der Erde? Was ist da? Untersucht den Mensch. Du wirst die meisten Eigenschaften der Schätze, was man als Gold, Silber, Erz, alles wirst du in dem Mensch finden. Untersuch den Mensch. Es gibt Krankheit, wo man dir sagt, trink etwas mit Gold oder so. Trink etwas mit Silber oder mit Rohstoffe. Warum tötet es uns nicht? In unseren Knochen, was ist unser Knochen? In unserem Fleisch, was ist unser Fleisch? Weißt du, aus was besteht dein Herz, deine Organe? Du kommst aus der Erde. Du stammst aus der Erde. Studier mal das Buch von 1. Mose, Kapitel 1. Diese Ort, wo vier Flüsse strömten. Und ein bestimmter Ort war verschiedene Arten von Rohstoffen. In dir liegen sehr viele Rohstoffe. Gott verlangt nicht, was du nicht hast. Er verlangt, was er schon in dir eingelegt hat. Aber du weißt es noch nicht, weil du keine Erkenntnis hast, dass Gott in dir etwas schon eingepflanzt hat. Als er Gideon begegnet. Gideon fand sich kraftlos. Aber was sagt Gott? Geht mit der Kraft, die deine ist. Wo hat er diese Kraft bekommen? Das war schon in ihm. Ab dem Tag, wo du Jesus als Erlöser und Erretter empfängst, du hast schon alles in dir. Du musst nur die Erkenntnis haben. Die Augen müssen sich öffnen, dass du erkennst, dass ich alles in mir habe und ich muss das alles Gott zur Verfügung stellen. Du musst alles, was du hast, Gott zur Verfügung stellen. Alles, was du hast. Nicht dein eigenes Leben, dein eigenes Reichtum, alles, was du hast, ob Reichtum, ob Armut, ob Krankheit, ob Gesundheit, ob Kraft, ob Schwachheit, alles musst du zu Gott zur Verfügung stellen. Alles. Deswegen sagt er, bring mir das alles. Ich bestimmt alles, was ihr bringen sollt. Gott sagte an Saul, ihr müsst mir das Beste von der Rinde, was bringt Saul? Die Schwache. Er wählt für sich die Gesunde. So sind wir so egoistisch. Das beste Stück für uns. Damals, als ich klein war, wenn man Essen serviert hatte. Ich habe einen Bruder, er hat immer, mein Bruder, mein Cousin, er ist in Bayern, hat immer die beste Stück beiseite. Und wir kommen, es bleiben nur kleine Stücke Fleisch. Wer hat das Große gegessen?
Er hatte schon alles gegessen. Und wir müssten mit kleinem Fleisch, ich habe so geweint, ich habe so Fleisch gelebt. Ich habe gegessen mit Weinen. Ich kriege immer die kleine Fleisch. Ich war sehr zornig auf meinen Cousin damals. Manchmal haben wir gekämpft wegen Fleisch. Aber Gott sagt, gib mir die besten Stücke. Was haben die Kinder Aaron gemacht? Die haben die besten Stücke. Deswegen kam das Gericht Gottes über die. Anstatt zu dienen, die haben sich gedient selbst. Gott möchte nicht, dass du dich selbst dienst, dass du andere dienst, dass du das Beste für die andere gibst, dass du dein Zeit für die andere gibst. Als wir nach Istanbul gingen, Gabriel ist mir Zeuge, Roland, ich habe dir gesagt, ihr kommt mit, wenn ihr bleiben möchtet. Aber die letzte Woche, ich will meine Ruhe haben. Ich will mal später aufstehen. Ich will mal allein spazieren gehen. Ich will mal allein meine Sache machen. Aber es gab keinen Tag, wo ich allein war. Roland hing immer. Morgen steht Brief von Matthieu. Hey, Frühstück bereit. Weib, was hatte ich mit dir zu tun? Ist meine Zeit schon gekommen? Frühstück ist bereit. Die will nicht allein frühstücken gehen. Ne? Die klopft bei Roland, die klopft bei Parfait. Gabriel hat Glück gehabt, er war weg. Aber die Mama stand immer vor unserer Tür. Und dann kam auch Jana. Hey, wann frühstück ihr? Was wollen die alle von mir? Ich will meine Ruhe haben. Und du siehst im Frühstückraum, du denkst, du bist allein. Der Nächste kommt. Was willst du, Kaffee oder? Was ist das? Eine Woche lang wollte ich meine Ruhe haben. Aber ich musste übersetzen, 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 übersetzen. Und am Mittwoch sage ich, ey Jungs, wisst ihr, ab Freitag, Samstag habe ich meine Ruhe. Ich übersetze nicht mehr. Ich musste übersetzen. Gabriel steht vor mir. Was ist der Titel auf Deutsch heute? Dann weiß ich, ich muss übersetzen. Oder mir meine Meinung zu fragen. Du musst übersetzen. Aber es ist Gott. Amen. Wir planen, ich werde das nicht machen. Aber Gott sagt, du gib mir diese Zeit, wo du Istanbul verbringen möchtest. Du gib mir diese Freiheit, die du haben möchtest. Du gib mir diesen Frieden, was du haben möchtest. Du gib mir alles, was du haben möchtest. Ich werde dir das Beste geben. Und wie gibt Gott das Beste? Dass alle nach Hause gehen, alle, die online sind, dass sie etwas empfangen. Alles, was du Gott als Beste gibst, das kommt immer zurück. Warum? Weil ihr habt so viel mitgekriegt. Die Zeit, was ich gegeben habe, ich bekomme das zurück. Dadurch, dass ihr wächst, dadurch, dass ihr ernährt seid, dadurch, dass ihr durchbricht, dadurch, dass wir haben königliche Salbung in der Gemeinde. Ich habe Gabriel gesagt, oh weh Holger, ich hoffe, Birgit wird mit Löffeln der Haus essen oder goldene Löffel, weil Könige, ich sage nichts. Gott ist gut. Holger, Gott ist uns gnädig, gell? Halleluja. Wir haben königliche Salbung hier. Amen. Alle haben wir das. Amen. Gott ist gut. Gott will unbedingt unsere Teilnahme an der Werke des Kreuzes. Jesus starb für unsere Sünde, aber wir sterben auch durch ihn, mit ihm, damit wir freigesprochen werden von der Schuld der Sünde und von der Anklage und der Verdammnis Satan. Deswegen Römer 6, Vers 8 bis 11 sagt uns, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus der Tode auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unser Herr. Amen. Man sieht hier an dieser Gabe, was die bringen, die nehmen teil
an den Tod, an der Begräbnis, an der Auferstehung Jesus Christus. Und deswegen, Gott könnte alles von Himmel bringen und der Stiefhüter bauen. Nein, er will, dass jeder von uns teilnimmt an den Tod, an der Auferstehung, an der Begräbnis Jesus. Er möchte, dass jeder von uns teilnimmt an dem Bau der Welt Gottes. Jeder ist wichtig. Jeder darf was bringen, was Gott bestimmt hat. Amen. Du bist begabt in diese Richtung. Der Bruder ist begabt in diese Richtung. Die Schwester ist begabt in diese Richtung. Wir dürfen alles vor Gott bringen. Amen. Kolosser 1, Vers 15, rede über Jesus Christus. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, des Erstgeborenen, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden. In ihm ist alles, was im Tabernakel, was in der Stiefhütte geschaffen wurde, ist alle in ihm geschaffen worden. Amen. Alles, was im Himmel aus und was auf Erde ist, was im Himmel, was Mose gesehen hat und was auf Erde, was Mose gebaut hat. Halleluja. Ich wiederhole. In ihm ist alles erschaffen wurde, was im Himmel, was Mose gesehen habe und was auf Erde, was Mose gebaut habe, in ihm ist alles geschaffen worden. Das Sichtbare, was Mose gebaut hatte und das Unsichtbare, was Mose gesehen hatte, Halleluja, ist alles gebaut worden. Seien es Throne, im Himmel gibt Throne, auf Erde gibt Throne oder Herrschaften, oder Fürstentümer oder Gewalt. Wenn man von Throne, Herrschaften, Fürstentümer und Gewalt, es sind nicht die Diener Satan. Nein, im Himmel gibt Throne. Na, bestimmte Art von Engel sind, man nennt die Throne. Bestimmte Art von Engel, man nennt die Herrschaften. Bestimmte Art von Engel, man nennt die Fürstentümer. Bestimmte Art von Engel, man nennt die Gewalt. Es sind bestimmte Arten von Engel. Genauso Satan, er hat Gewalt, er hat Fürstentümer, er hat Weltbeherrscher der Finsternis in der Bosheit, oder? Wo hat er das? Wo hat er, ja, wie hat er das bekommen? Als die gefallen sind, Fürstentümer sind auch gefallen, Gewalter sind auch gefallen, Herrscher sind gefallen. Diese Gewalter, diese Herrscher, diese bösen Mächte waren Engel Gottes. Die hatten die Positionen der Herrschaft, die hatten die Positionen der Gewalt in der Himmel Gottes, die hatten die Positionen, die haben das nicht verloren. Oder? Was sagt Gott? Was sagt die Bibel? Gott bereut nicht seine Gabe. Wenn Gott dir die Gabe als Herrschaft gibt und du fällst, die Gabe bleibt. Ich nehme ein Beispiel, du bist Prophet. Du bist gesalbter Prophet Gottes. Wenn du in Sünde fällst, bist du nicht mehr gesalbter. Du bist ein Gesalbter. Aber du fängst an, mit deiner Salbung im Böse zu arbeiten und der Satan die Ehre zu geben. Viele Gesalbte, die Apostel, die Propheten waren und die sind gefallen. Die Salbung ist da, die sind noch gesalbt. Was sagt hier David über Saul? Er ist der Gesalbte Gottes. Aber war Saul weiter mit Gott? Er war nicht mehr mit Gott. Aber David sagt, ich darf nicht der Gesalbte Gottes antasten. David respektiert die Salbung, die auf ihn waren. Und die Bibel sagt sogar, auch als der Engel Michael des Leib Mose kämpfte gegen Satan, er erhob nicht die Stimme, um Satan zu beschimpfen. Warum? Er respektiert auch. Satan ist ein Gesalbter Gottes. Denkt ihr das? Satan ist ein Gesalbter Gottes. Ich sage nicht, dass wir Satan anbeten und dienen. Er ist gefallen, Engel. Aber er wurde von Gott gesalbt. Und Gott kann Satan benutzen, die Welt. Satan beugt sich von Gott. Er unterordnet sich vor Gott. Gott kann Satan Befehle geben. Satan führt die Befehle. Er muss die ausführen, wenn Gott es sagt. Er hat erlaubt, dass Satan Hiob prüft. Er hat erlaubt.
Gott sagt in dem Buch von Joel, Kapitel 2, was der Heuschrecke gefressen hat. Der Magel hat was gelassen hat, der Heuschrecke hat gefressen. Meine Armee. Was sind die Heuschrecke? Was sind die Magel? Was sind der Verwüster? Dämonen. Ja. Gott führt Zeit und Umstände. Er setzt Könige ein, er setzt Könige ab. Gott hat die Kontrolle über alles. Nicht weil Satan die Welt regiert, denkt man, Gott hat die Kontrolle über alles. Aber er hat Zeiten gesetzt. Die Bibel sagt in Offenbarung 12, er weiß, dass er weniger Zeit hat. Wer hat ihm weniger Zeit gegeben, Satan? Wer hat ihm weniger Zeit gegeben? Gott hat ihm weniger Zeit gegeben. Und du zitterst vor Satan, obwohl Gott in dir lebt. Sag mir mehr. Sag. Lach ein bisschen über dich selbst. Lach mal über dich selbst. Sag meine Seele, warum bist du so schwach? Warum zitterst du vor den Feind? Warum fliehst du weg von Problemen? Der Adler fliegt nicht weg vor der Sturm. Nein. Er geht hinein in den Sturm. Bekämpft den Sturm von innen. Und diese Kraft hast du. Durch Jesus Christus. Die Prinzipien der Gabe gemäß Gottes. Erste Prinzip. Gott ist der erste Geber. Das müssen wir immer wissen. Nie vergessen. Gott ist der erste Geber. Und er verlangt nicht, was er selbst nicht geben kann. Er gab der Welt das Beste, was er hatte. Johannes 3, 16. Dritter Prinzip, wenn wir geben sollen. Die Gabe muss freiwillig sein. Alles, was du Gott gibst, dein Haus, deine Zeit. Wenn ich schon ein Haus sage, ich sage nicht, dass du dein Haus bringst und gibst. Nein, ich sage, wenn du dein Haus öffnest, dass du durch dein Haus Gott dient, Menschen unterstützt, Menschen hilft, du gib Gott dein Haus, deine Familie. Es soll freiwillig sein. Wenn du als Ehemann sagst, meine Frau, meine Kinder und ich, wir stellen uns zur Verfügung für das Reich Gottes. Amen. Du bist Autorität. Wenn du das deklarierst, Gott nimmt das als Gabe an. Die Gabe müssen mit Freude vor Gott gebracht werden. Apostelgeschichte 20, 35. Im Allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwache annehmen soll. Eingedenk der Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Vierte, die Gabe sollen aus dem Herzen kommen, von jedem, der getrieben ist. Das soll vom tieferen Herzen, von deinem eigenen Herzen kommen. Fünfte, Gott möchte, dass wir ihm immer das Beste, was wir besitzen, geben. Immer das Beste. Was ist das Allerbeste, was du Gott geben kannst? Was ist das Allerbeste, was ein Mensch geben kann? Das Herz. Amen. Das Herz. 4. Mose 18, Vers 29. Von allem, was euch gegeben wird, soll ihr dem Herrn ein Hebopfer abgeben. Von allen Besten, den geheiligten Teil. Von allen Besten. Wir müssen Gott allen Besten. Einmal Gott hat mir was gezeigt. Es war die Zeit, wo ich am wenigsten Zeit mit Gott verbracht hatte. Ich habe alles getan, was mir gefallen. So, ich war neu in der Werke Gottes. Und gut, bevor ich einschlafen gegangen bin, habe ich 10 Minuten gebetet. Schnell gebetet. Manchmal Vater unser, bin ich eingeschlafen. Gott zeigt mir ein Lamm, der, wie sagt er, mager, ne? Der sehr dünn war, fast nicht ernährt, fast am Sterben, mager, ne? Und er sagt, das ist dein Opfer, was du vor mir bringst. Das ist dein Gebetszeit. Du gib mir immer
wenn du Fußball gespielt hast abend, wenn du nachher Fußball angeschaut hast im Fernsehen, wenn du Spaß mit deinen Kindern, deiner Frau, alles gehabt hast, komm so 10 Minuten, Vater, ich danke dir, du bist der Gott, Halleluja, Vater, unser Gelobt, und schläf. Das sind deine Gebete. Gott sagte zu mir, so sind viele Christen, die bringen mir immer alles, was man nicht mal gebrauchen kann. Na, habt ihr schon mal gekocht, gegessen, ihr seid satt. Das Restliche, ah, Nachbar, ich habe an dich gedacht. Hier, ein bisschen von Restlichen. Alles, was man nicht mehr braucht. Weil man schlechte Gewissen hat, wenn man das in Müll werft, man bringt das den Nachbar. Aber wenn man gut gekocht hat, der Nachbar kommt nicht in Gedanken. Nur wenn ein bisschen bleibt, man weiß nicht, was man damit anfängt, man bringt das den Nachbar. So tun wir mit Gott. Wir gehen arbeiten. Wir machen Überstunde sogar bei der Arbeit. Ne? Warum? Wir brauchen mehr Geld. Überstunde. Und dann kommt man nach Hause. Ah, ich muss meine Rasen nähen. Man näht seine Rasen. Man ist fertig. Ah, ich muss noch einkaufen gehen. Ich brauche meinen Hardler heute. Kommt Fußball im Fernsehen. Und dann hat man. Und dann, wenn der Tag vorbei ist, vorüber, es bleibt, wir wollen ins Bett gehen. Ah, ich bin so müde. Ich werde morgen beten. Gott, du verstehst schon. 10 Minuten Gebet, das, man braucht nicht viel zu beten, sowieso. Gott weiß, was mein Herz ist. So sagt man immer, ne? Gott kennt mein Herz. Auch wenn ich nur 5 Minuten, der Bruder erkennt sich gerade. Ja, 5 Minuten. Ja, Gott, ja, man muss nicht übertreiben. So fängt der Verstand an. Du musst nicht 1 Stunde beten. Gott kennt dein Herz. Er weiß, dass du ernst meinst. Er weiß und so. So belügt uns oft den Feind und unser Fleisch. Und dann machen wir schnell Vater unser und gehen wir ins Bett. Und manchmal belügen wir uns noch. Ich werde morgen 5 Uhr aufstehen, beten. Man macht den Weg. Wenn der Weg, ach, man schaltet den Weg aus. Und dann sagt man, morgen werde ich viel mehr Zeit im Gebet haben. Morgen kommt wieder dasselbe. Beschäftigung, Beschäftigung, Beschäftigung. Abend ist man wieder müde. Ab nächste Woche, ich faste. Nächste Woche kommt, ach, ich kann nicht fasten. Ich habe viel zu tun bei der Arbeit. So geht das Leben, das Leben, das Leben. Und dann kommst du nicht mehr daraus. Bis du einen Tag sagst, Schluss jetzt. Ich möchte Gott das Beste geben. Bevor ich 8 Stunden zur Arbeit gehe, ich verbringe 2 Stunden auf den Knie. Bevor ich Zeit im Fernsehen oder so, ich verbringe Zeit im Wort Gottes. Ich gehe meinen Bruder besuchen. Die Zeit, wo ich Champions League oder Film schauen könnte, ich kann deine Schwester rufen. Schwester, ich komme, wir studieren die Bibel. Man studiert die Bibel zusammen und man hat viel gewonnen. Ich habe mal einmal gesagt, ich sehe Filme im Fernsehen. Was verändert das in meinem Leben? Wenn man Brad Pitt sieht, wie heißt der Film von Brad Pitt? Was? Sag laut, dass du das siehst. Man muss wissen hier. Du schaust Brad Pitt. Du musst das laut. Schäm dich nicht. Wir werden die Hände auf dich jetzt legen und die Filme rausschmeißen. Was schaust du? Angelina Jolie, sag, ja, du musst nicht heucheln. Amen. Aber ich dürfte mir die Frage stellen, man kann das ab und zu mal schauen. Man muss wählen, was man schaut. Aber was bringt mir das? Das ist die richtige Einstellung. Du musst deinem Fleisch beibringen, dass alles, was ich von Beste habe, muss ich Gott geben. Bevor ich 2-3 Stunden vor den Fernseher Deutschland sucht, der super Idiot. Ich muss erstmal schauen, was will Gott? Was sucht Gott? Was will Gott? Nicht immer warten, wenn man müde ist. Man möchte schlafen. Dann sagt Kinder, komm, lass uns mal schnell beten. Schnell, 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 wir müssen ins Bett gehen. Nein. Die Kinder müssen wissen, Gott hat Vorrang. Mein Leib muss wissen, Gott hat Vorrang. Manchmal schalte das Fernsehen 1 Woche lang. Du willst sehen, wie das dir gut tut. Probier mal, schalte das Fernsehen 1 Woche lang.
Spiel mal mit deinen Kindern. Sing mal mit deinen Kindern. Lob mal mit deinen Kindern. Du wirst merken, wie Veränderung im Haus stattfindet. Ich sage nicht das. Leute, geht nach Hause, schmeißt eure Fernseher raus. Nein, diese religiöse Art will ich nicht. Okay? Ich sag mal so. Was zeigt, dass du nicht beherrscht wirst von Fernseher, ist, dass das Fernseher ist im Wohnzimmer, du schaltest ihn 3-4 Tage nicht ein. Fernseher rauszuschmeißen ist so einfach. Ich kenne Leute, die haben rausgeschmissen, nach ein paar Wochen sind die wieder, haben die wieder reingebracht. Ich kenne Leute, die haben das in den Keller gelegt. Oh, ich vermisse mein Fernseher. Die sind wieder in den Keller gebracht, haben die das im Wohnzimmer gebracht. Aber um zu zeigen, dass das Fernseher dich nicht beherrscht, es steht da, du kannst Stunden, wochenlang oder tagelang ohne einzuschalten. Du schaltest das, wenn du willst. Nicht wann dein Fleisch dir sagt, ich möchte, nein. Du musst, es ist wie Fasten. Du hast Essen in deinem Haus. Aber du sagst deinem Körper, du willst nicht essen. 40 Tage lang, ich gebe dir nur Suppe abends. 40 Tage lang, du isst nur Salat, aber du betest mit meiner Seele, du lobst mit meiner Seele, du bleibst, denn ich möchte das Beste Gott geben. Amen. Das Beste Gott geben. Ich muss lernen, mal weniger Stunden zu predigen. Gell? Römer 12,1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leibe darbringt als ein lebendiger, lebendige Opfer, heiliges Opfer, Gott wohlgefällige. Wisst ihr, was Gott wohlgefällig ist? Wisst ihr, was Gott wohlgefällig ist? Was er selbst als wohlgefällige deklariert. Nehmt ihr jemanden, der neu bekehrt ist, weiß er wirklich, was Gott wohlgefällig ist? Er weiß, was Gott gut gefällt, aber nicht, was Gott wohlgefällig oder vollkommen ist. Aber Gott sagt, bring mir das, um der Stiefhütte zu bauen. Das ist, was mir wohlgefällig ist. Das ist, was mein Sohn entspricht. Ein lebendiges, ein heiliges, Gott wohlgefällige Opfer, das sei eure vernünftige Gottesdienst. Das ist, was Gott verlangt. Ich schließe gleich ab. Sechste. Jedes Mal, wenn wir Menschen Gutes tun oder geben, wir geben es Gott. Wisst ihr das? Wenn du deinem Nachbar hilfst, du hilfst Gott. Wenn du den Nachbar was kocht und bringt, du ernährst Gott. Wenn du Gefangene im Gefängnis besuchst und ihnen über Jesus Kleider bringst, wen unterstützt du? Gott. Wenn du weise Kinder die Möglichkeit gibst, zur Schule zu gehen, wenn du Witwe die Möglichkeit gibst, ein Feld zu kaufen, um sich zu ernähren, um wem kümmerst du dich? Um Gott. Deswegen sagt er in Matthäus 25, 36, ich bin ohne Kleider gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Wenn Leute im Gefängnis sind, auch unsichtbare Gefängnis, du besuchst Leute, befreie dich. Du befreit Gott. Du befreit Jesus Christus. Du heilt Jesus Christus. Das ist die Beste, was wir geben können. Jedes Mal, wo du Menschen was Gutes tut, was Gutes gibt. Ich finde es wunderbar, wenn wir die Möglichkeit haben, wo wir Essen hier haben können, dass Leute kommen. Und es gibt die Gemeinde, wo ich war, in Belgien, die organisieren das. Die haben so eine wie ein Supermarkt. Man kauft ohne Geld. Du musst nur ein bisschen Zeit bringen, Evangelium hören, 30, 40 Minuten lang. Und dann kannst du dir Tomate, Dose nehmen, Reis nehmen. Es gibt viele Leute, kommen von überall in Brüssel und holen Essen dort für die Woche. Ich kenne Leute, die gehen nicht mehr in den Supermarkt kaufen, die gehen nur dort holen.
Es kommen wirklich hunderte von Leuten. Jeden Freitag. Wo bekommen die das? Ein Pastor hat Vision bekommen. Er ist zum die große Kette gegangen. Alle Reste gibt man ihnen umsonst. Oder die Gemeinde dort ist eine große Gemeinde, die bezahlen ein bisschen Anteil. Und dann verteilen die das umsonst. Und er hat eine große Halle gemietet. Und Gemeinden aus Brüssel, die das machen wollen, kommen dort, holen Paketen, Reis, Dose, alle, und legen in ihre Gemeinde. Und Obdachlose, Familien, die schwer haben, kommen und holen vor dort. Das ist auch die Aufgabe der Gemeinde. Aber die haben das so wunderbar gemacht. Es fängt um 18 Uhr. 18 Uhr bis 18.40 Uhr hört man das Wort in der Gemeinde. Alle, die etwas nehmen möchten, die sitzen da. Die sind nicht im Glaube, die sind Muslime, die sind Buddhisten, die sitzen da und hören das Wort. Und nachdem die das Wort Gottes gehört, dürft ihr in den Raum gehen und alles nehmen, was ihr wollt. Das ist auch eine Art Evangelisieren. Man zwingt nicht Leute. Wenn du willst, kannst du kommen. Und das Evangelium hören. Und einige Leute haben sich dadurch auch bekehrt. Siebte und letzte. Jeder freiwillige und freudige Geber baut das Reich Gottes. Amen. Was soll ich achten, bevor ich meine Gabe vor dem Herrn bringe? Matthäus 5, 23. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnere, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit dem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Das bedeutet, alles, was wir Gott opfern möchten. Und wir sind nicht versöhnt mit unserer Familie, mit unseren Brüdern. Noch Bitterkeit, noch Unvergebenheit, noch Unvergebenheit. Ich darf keine Opfer bringen. Versteht ihr? Ich darf Gott nicht opfern, wenn ich Streitigkeit habe und ich versöhne mich nicht. Meine Gabe, die erste Gabe, die Gott möchte, ist meine Friede mit meinem Bruder. Ist die Liebe, meine Schwester, mein Bruder, mein Ehemann und so weiter gegenüber. Man tut seinen Anteil, der Rest übernimmt den Herrn. Ich muss vergeben. Wenn der andere nicht will, ich vergebe ihn. Ich muss um Vergebung beten. Wenn der andere mir nicht vergeben will, ich habe trotzdem um Vergebung gebeten. Ich habe meinen Anteil getan. Den Rest übernimmt Gott. Es ist nicht mehr meine Verantwortung. Ich habe getan, was ich tun sollte. Amen. Das ist sehr wichtig. Bevor du irgendwelche Gabe auch diene. Dienen ist eine Gabe. Bevor du irgendwelche Gabe gibst, Gabe ausübst, irgendwas tun in der Gemeinde, du sollst zuschauen, dass du erst versöhnt bist, dass du vergeben wurde, vergeben hat und so weiter. Warum? Der Altar, was die Bibel sagt, hat eine Stimme. Der Altar kann gegen dich sprechen, der Altar kann für dich sprechen. Ich wiederhole. Deine Gabe, was du hier vorne bringst, als Geld, als Zeit. Deine Gabe, was du in der Gemeinde bringst, als Beten für die Geschwister. Deine Gabe, was du in der Gemeinde bringst, als Predigen, als alles, was du bringst vor Gott. Das hat eine Stimme. Der wird irgendwann für dich sprechen. Weil alles, was die gegeben haben, die haben eigentlich Anteil an den Tod, Begräbnis, Auferstehung Jesus Christus genommen. Aber die haben etwas gegeben, was aus ihrem Herzen kommt. Sie haben Teil von sich selbst gegeben vor den Herrn, um die Stiftshütte zu bauen. Alles, was du hier tust, du gibst einen Anteil von dir, um die Gemeinde in dieser Nation zu bauen, um die Erweckung zu bringen. Aber wenn du die Gabe bringst, aber du hast dich nicht versöhnt. Der Feind kann das nutzen. Und auf den Altar sprechen und sagen, er verdient keine Segen. Ich darf an seine Familie Zerstörung bringen. Ich darf weiter blockieren. Denn seine Gabe, die nicht auf bekehrte Herzen, auf versöhnte Herzen, er stinkt vor Gott.
Es riecht sehr schlecht vor Gott. Das sieht man in Jesaja 58. Das wohlgefällige Fasten. Das wohlgefällige Gebet. Gott hasst es, wenn jemand vor ihm kommt und singt, aber er hat sich nicht versöhnt. Wenn jemand vor ihm kommt und spricht, rede schön, aber er hat nicht vergeben. Wenn jemand hier kommt, er hat gekämpft mit seinem Nachbar, mit seinem Kollegen, dann redet der Altar gegen dein Leben. Denn es gibt Fluch und Segen auf dem Altar. Jeremia 24 könnt ihr zu Hause lesen. Ich sah zwei Körbe vor dem Altar in dem Tempel. Ein Korb war mit guter Frucht, sehr guter Frucht. Ein anderer Korb war mit sehr schlechter Frucht. Dann spricht er Segen über die gute Frucht und Fluch über die schlechte Frucht. Dein Leben ist dieser Korb vor dem Altar Gottes. Was für Frucht sind in dein Leben? Sind der gutes Frucht? Dann bist du gesegnet. Und ich sag euch, Gott segne nicht nur, dass du gesund bist. Gott segne deine Ehe. Er segne deine Kinder. Er segne deine Familie. Er segne dein berufliches Leben. Er segne deine Finanzen. Er segne alle Bereiche deines Lebens. Gott kann dich reich machen. Reich in deiner Familie. Eine Frau, die nie gebären könnte, was ist an ihrem Reichtum, wenn die Kinder bekommen? Ihre Kinder. Es gibt nichts Wunderbares wie ihre Kinder. Du kannst ihr alles nehmen, aber ihr Reichtum ist ihre Kinder. Ein Mann, der obdachlos war, er bekommt ein Haus. Was ist sein Reichtum? Sein Haus. Er hat nie ein Dach gehabt. Jahrelang. Jetzt hat er ein Dach. Eine Frau, die nie heiraten könnte, fünfmal wurde ihre Hand gefragt. Fünfmal sind Männer abgehauen. Aber jetzt kommt ein Mann. Ihr Mann ist ihre Reichtum. Dein Dienst kann dein Reichtum sein. Deine Gabe, Begabung, Gold zu formen oder irgendwas zu Geschäfte könnte dein Reichtum sein. Ich bete, dass Gott viele Reichtümer hier gibt. Aber dein bester Reichtum ist dein Glaube. Dein bester Reichtum ist deine Gemeinschaft mit Gott. Dein bester Reichtum ist die Zeit, die du investierst mit Gott. Dein bester Reichtum, die Investitionen, was du tust, kommen immer vierfach, fünffach, 30-fach, 60-fach, 100-fach zurück. Alles, was du an Gott gibst, er wird dir mehrfach zurückgeben. Aber wenn du gibst, du musst dich geben mit Erwartung, dass Gott dir zurückgibt, aber mit der Erwartung, dass du Gott dienst, dass es Gott wohlgefällig ist. Du kannst finanziell die Gemeinde segnen. Gott öffnet die Tür finanziell in dem Leben ein anderer Bruder, der dich segnet. Verstehst du? Nicht unbedingt, weil du Finanzen gegeben hast, Gott wird dir Finanzen geben. Gott gibt dir, was er sieht, was du brauchst. Gott weiß, dass die Schwester kann gut mit Geld umgehen. Die segnet die Schwester finanziell und die Schwester trägt deinen Dienst oder trägt dich. Amen. Gib Gott das Beste deines Lebens. Gib Gott das Beste deiner Zeit. Gib Gott das Beste, was du hast. Wir wollen aufstehen in der Gegenwart Gottes. Merci, Seigneur. Eigentlich wollte ich nicht so lange reden, aber Ehre sei dem Herrn. Sag, Herr, ich möchte dir das Beste geben. Aber du sollst entscheiden, was ich dir geben soll. Und ich bin bereit, dir zu geben, was du entscheidest, Herr. Ich bin bereit, dir zu geben, was du entscheidest. Wenn mein Mann, ich gebe dir meinen Mann. Wenn meine Frau, ich gebe dir meine Frau. Wenn meine Kinder, ich gebe dir meine Kinder. Wenn mein Besitz, alles, was ich habe. Herr, was dir gefällt, was du willst, entscheidet und ich gebe dir. Genauso wie du das Volk gesagt hast, was dir geben soll, Herr. Fäng an zu beten, fäng an zu beten.
Gib ihm, was du denkst. Du musst ihn jetzt geben. Du sollst ihn geben. Erhebe die Stimme. Erhebe die Stimme. Das Beste, was Gott von dir will. Du weißt das. Es gibt welche, Gott hat etwas verlangt. Du verbringst vielleicht viel Zeit in bestimmten Bereich. Gott sagt, gib mir das. Gib mir deine sozialen Medien. Gib mir deine Spiele. Vielleicht spielst du sehr viel. PlayStation oder andere Spiele. Gott sagt, gib mir das. Vielleicht sind die Kinder das Zentrum deines Lebens. Gott sagt, gib mir deine Kinder. Du machst dir sehr viel Sorge um deine Kinder. Gott sagt, gib mir. Ich werde die zurückbringen. Gib Gott alles. Gib Gott, was er verlangt. Gib Gott, was er verlangt. Schenk ihm alles, was er verlangt. Dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Kinder, deine Finanzen, dein berufliches Leben, deine Karriere, deine Geschäfte. Schenk ihm das Beste. Schenk ihm das Beste. Gemeinde Gottes, schenk ihm das Beste. Gib ihm, was er will. Gott will das Beste. Er hat schon bestimmt, was er will. Denn in alles, was du Gott gibst, muss man den Messias sehen. In allem, was du ihm gibst, muss man Jesus Christus sehen. Muss man Jesus in deine Zeit, Jesus in deine Finanzen, Jesus in dein Haus, Jesus in dein Ehemann. Wenn du deinen Ehemann, deine Ehefrau Jesus gibst, proklamiert, Herr, ich gebe dir ihn, weil er dir dienen wird. Ich gebe dir sie, weil die dich dienen wird. Ich gebe dir meine Kinder, nicht weil die Probleme haben, nicht weil die alkoholisiert sind, nicht weil die drogensüchtig sind, aber ich gebe dir meine Kinder, weil ich bin überzeugt, die sind deine Diener. Die sind deine Diener. Mein ganzes Haus, ich gebe dir. Nicht, dass mein Haus Problem hat, aber ich gebe dir mein Haus, weil mein Haus dein Tempel ist, mein Haus dein Dienstort ist. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Der Herr segne euch mächtig. Amen.